Hallo, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie an unserem Zimmertron Spotlight Webinar teilnehmen. In den kommenden ca. 20 Minuten werden wir Ihnen die Möglichkeiten vorstellen, die Ihnen das direkte Modellieren in Zimmertron bietet. Vorab aber noch einige administrative Dinge. Sie haben sicher festgestellt, dass wir Ihr Audio zu Beginn gemutet haben. Wenn Sie Fragen an uns stellen möchten, so nutzen Sie dafür bitte den Q&A-Bereich in Ihrem Bildschirmfenster. Um im avisierten Zeitrahmen zu bleiben, werden wir diese jedoch nicht komplett live beantworten können. Aber versprochen, mit einer Antwort werden wir uns nach dem Webinar bei Ihnen zurückmelden. Darüber hinaus erhalten Sie in den nächsten Tagen von uns eine E-Mail mit einem Link zum Recording dieses Webinars. Nochmals vielen Dank für Ihre Teilnahme und jetzt möchte ich an Carsten Zange übergeben. Er ist Zimmertron Applikationsspezialist und er wird Sie durch die heutige Präsentation führen. Carsten, the stage is yours. Vielen Dank, Ralf, für das Ankündigen und die Infos zum heutigen Webinar. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen und alle Teilnehmer, die sich angemeldet bzw. jetzt eingeloggt haben, zum heutigen Webinar begrüßen und mich kurz vorstellen. Mein Name ist Carsten Zange und ich bin Applikationstechniker hier im Hause der 3D Systems Software GmbH und bin für die Produkte Zimmertron und 3D Expert zuständig und führe Sie heute durch das Webinar Direktes Modellieren. Bevor es gleich in die Software bzw. Funktion geht, möchte ich Ihnen kurz ein paar allgemeine Dinge zu der Funktion aufführen. Was ist überhaupt direktes Modellieren? Eigentlich sagt der Name schon alles über die Funktion aus. Direktes Ändern der 3D-Geometrie mit einer speziellen Funktion. Die Funktion basiert auf unseren Volumenfunktionalitäten von Zimmertron und einfach gesagt macht diese einzelne Funktion mehrere Schritte in einer Funktion. Vorteile des direkten Modellierens sind, habe ich mal hier aufgeführt, das Handling der Funktion ist recht einfach. Daraus ergibt sich dann, dass die Konstruktionszeit sich verringert. Ich brauche weniger Arbeitsschritte, Funktionen, da diese Funktion mehrere Schritte in einem zusammenfasst, was ich auch schon gerade erwähnt habe. Des Weiteren brauche ich nicht auf parametrische Zusammenhänge zu achten. Das bedeutet für den Konstrukteur mehr Freiheit und Flexibilität durch diese Funktion. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Entstehungsgeschichte von meinem Ursprungsbauteil mich über die Funktion nicht interessieren muss. Ich kann direkt Änderungen vornehmen. Die ganze Sache funktioniert natürlich auch an Bauteilen ohne Historie. Das heißt, wenn mit Zimmertron gearbeitet ist, haben Sie ja schon einen gewissen Featurebaum, aber die Funktion baut auf diesem Featurebaum nicht auf oder ist nicht erforderlich. Gehen wir jetzt rüber in die Software und schauen uns die Funktion mal an. Wir sehen hier einen Kunststoffartikel, einen kleinen, wo ich Ihnen gerne die Funktion direktes Modellieren dran zeigen möchte. Hier im Featurebaum links sehen wir schon einige Features, da kommen wir aber später zu. Und schauen wir uns erstmal den Artikel an. Bei den Kunststoffartikeln brauche ich natürlich auch Entformungsschrägen, um das Teil hinterher zu entformen. Und da machen wir jetzt erstmal kurz eine Analyse, ob mein Artikelkonstrukteur halt auch schon Formschräge draufgegeben hat. Okay, hier ist Formschräge drauf. Und hier vorne läuft hinterher hier ein Schieber. Das heißt, ich wechsle mal in die andere Entformungsrichtung und gucke mir jetzt hier die Bereiche mal an. Und da sehen wir allein schon von der Farbe, sehe ich es, es ist keine Entformungsschräge drauf. Das heißt, das ist auch oft hier täglich Brot. Sie kriegen Daten, müssen noch Entformungsschräge draufbringen oder abändern. Und da wird Ihnen die Funktion direktes Modellieren halt zugutekommen. Und da legen wir jetzt auch mal Hand dran. Okay, das heißt, wir kümmern uns um diesen Bereich. Ich rufe die Funktion an, das ist eine Volumenfunktion, direktes Modellieren. Habe auch die Möglichkeit halt, also als Erinnerung, hier oben die Funktion drüber aufzurufen, direktes Modellieren und bin in der Funktion drin. Okay, Sie werden bei Zimmertron ja nie alleine gelassen. Unten links immer schauen, Faces anzeigen, Exit drücken. Das heißt, ich wähle jetzt die Flächen aus, wo ich Entformungsschräge draufbringen möchte. Das waren jetzt erstmal die vier Flächen. Wenn ich jetzt Exit drücke, nimmt das System auch die Radien, auch die kleinen Radien dazu. Das heißt, die müssen ja auch mit übernommen werden. Und
Die Funktion ist auch mehrfach verschachtelt. Das heißt, wir stehen jetzt hier in Formschräge. Ich klappe das mal auf. Viele Funktionen, Kettenfunktionen und gewisse andere Funktionen. Da liegen natürlich noch andere optionale Schritte dahinter, wie parallel, verschieben, linear, radial oder ersetzen. Das sind auch Funktionen, die kommen Ihnen bekannt vor, vielleicht von einer anderen Funktion, worauf wir aber das direkte Modellieren aufgebaut haben. Schauen wir uns aber jetzt erstmal das Formschräge ändern an. Das heißt, ich sehe hier auch schon 3 Grad, das wir auch gleich was sehen, ein bisschen größer eingestellt. Der nächste Schritt ist halt die neutrale Ebene. Das ist die, von wo das System dann gleich die Schräge halt rechnet. Wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, Autoebene und Autokontur. Je nach Geometrie kann sich das System auch die Ebenen selber raussuchen. Optional habe ich noch die Möglichkeit, auch Abrundungsfaces an- und abzuwählen. Ist immer geometrieabhängig, ob das System was rechnen kann oder nicht. Okay, dann schalten wir den noch um. 3 Grad hast du was sehen und haben auch hier eine Möglichkeit, uns die Vorschau anzuzeigen. Schauen wir mal, ob es in die richtige Richtung geht. Ja, das passt. Und lass jetzt die Funktion auch mal durchrechnen. Und schauen wir mal einmal kurz drauf. Dann sehen wir es ja auch. Ja, er hat hier die Formschräge draufgebracht. Bleiben in der Funktion und werden hier jetzt noch die Formschräge draufbringen. Okay, auch 3 Grad, neutrale Ebene ist jetzt einmal die Fläche, schalte den um und nochmal die Vorschau, ja, geht auch in die richtige Richtung und bestätige. Jetzt gehen wir mal in die Richtungsanalyse noch, um nochmal genau zu schauen, ob das System sauber gerechnet hat. Ich wechsle jetzt nochmal in die Entformungsrichtung und ich sehe, okay, das System hat hier meine 3 Grad Entformungsschräge halt draufgebracht. Wo es die Funktion noch nicht gab, halt musste man halt mühselig die Radien entfernen, dann meine Flächen kippen, dann wieder neu verrunden und durch diese Funktion hat man sich schon einiges an Arbeit gespart. Okay. Zimmertron ist ja ein parametrisches System. Was ich jetzt noch machen könnte, ist, das heißt, ich verknüpfe mir jetzt einfach die Parameter. Ich hatte zweimal die Funktion und sage, ich möchte die Formschräge, die 3 Grad mit der Funktion verknüpfen. Das heißt, ich sehe es jetzt hier auch an dem F und möchte jetzt hier nur 0,5 Grad dranbringen und lasse es aktualisieren. Und das System rechnet einmal alles durch. Okay. Was auch in die Richtung geht, Direct Modeling zeige ich auch mal ganz gerne, ist zwar nicht unter der Funktion zu finden, es ist das Radius ändern. Ja, ich möchte vielleicht gewisse Radien an meinem Bauteil verändern und da fange ich mal hiermit an. Ich habe die Möglichkeit, inkremental verkleinern um 1 mm. Vergrößern um 1 mm, beziehungsweise das ist ein Wert, den kann ich halt auch einstellen. Oder absolut, einen Absolutwert eingeben, was ich für einen Radius halt haben möchte. Ich möchte an dem aber jetzt mal meinen Radius verkleinern um 1 mm. Und jetzt sehen, hat er den Radius halt geändert. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Und könnte jetzt auch hier, sagen wir, auf absolut gehen und den Radius halt hier abgreifen. Er liest den Radius hier raus und ändert den Radius auch. Auch hier wäre es früher so gewesen, ich hätte erst den Radius wegnehmen müssen und dann wieder neu verrunden müssen. Das ist aber jetzt durch die neuen Funktionalitäten nicht mehr notwendig. Machen wir jetzt unten auch noch halt den Bereich. Machen wir den Bereich verkleinern um 0,6 einfach mal, dass wir da halt einen kleineren dran machen. Okay,
das halt dazu. Und ich sagte eingangs schon, ich habe halt hier oben auch schon ein bisschen rumgespielt und möchte Ihnen, was auch halt in die Sache auch reinspielt, auch noch zeigen. Hier hinten die beiden Rippen, da habe ich jetzt meine extreme Konik drauf gesetzt. Gucken wir mal, wo das halt hier ist. Das ist halt hier und da haben wir 3 Grad, dass wir auch sehen, was ich meine damit. Das heißt, ich habe hier diese formschräge Feature 97 und davor ist halt noch ein Phasenfeature. Ja? Das heißt, ich hatte erst die Phase gemacht, die war ohne Entformungsschräge, die Phase gemacht, dann mit direktes Modellieren die Rippe halt aufgestellt und die Phase hier unten ist natürlich dadurch auch breiter geworden. Ab der Version 14 haben wir jetzt auch die Möglichkeit, Features im Featurebaum zu verschieben und das möchte ich Ihnen halt hier dran zeigen. Ich nehme jetzt einfach dieses Phasenfeature 98 und ziehe es vor unterhalb meiner Formschräge 97. Ja, das System rechnet halt den Bereich neu durch und habe jetzt das Ergebnis und habe jetzt hier wieder meine konstante Phase, so wie ich es auch haben möchte. Ja, das war jetzt eine Kombination aus nicht nur die Funktion direktes Modellieren, Radius ändern, Feature im Featurebaum verschieben. Insgesamt ist es aber halt ein Paket und was wir, glaube ich, hoffen, dass Sie so schneller in Ihrem täglichen Geschäft ans Ziel kommen. Okay, ich frage mal den Ralf, ob auch noch eine Frage halt übers Panel reingekommen ist. Vielen Dank, Carsten. Bevor wir zu den Fragen kommen, sei an dieser Stelle noch der Hinweis auf einige weitere Informationsquellen erlaubt. Auf der 3D Systems Unternehmenswebseite können Sie sich über das umfassende Softwareportfolio für das Digital Manufacturing informieren, ebenso über das gesamte 3D-Druckerangebot, unsere On-Demand-Fertigung und vieles mehr. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten, zum Beispiel um Preisinformationen zu erhalten, so können Sie uns über den hier aufgelisteten E-Mail- bzw. Telefonkontakt erreichen. Wenn wir Ihnen unsere Software einmal persönlich und individuell vorstellen sollen, so nutzen Sie die unten stehenden Links, um mit uns einen unverbindlichen Termin für eine Präsentation zu vereinbaren. Und jetzt schauen wir auf die Q&As. Eine Frage nehmen wir uns in dieser Session noch live vor. Das hier ist eine sehr gute Frage. Ist das direkte Modellieren auch innerhalb der NC-Solution verfügbar, Carsten? Ja, die Funktion direktes Modellieren und auch die anderen Funktionen, die ich gezeigt habe, sind natürlich in der NC-Solution auch verfügbar. Hinter unserer NC-Solution steckt ja ein vollwertiges CAD und man muss dann einfach nur aus dem NC-Bereich in den CAD-Bereich wechseln. Und dann habe ich die Funktion oder stehen mir die Funktionen zur Verfügung. Sehr schön. Danke, Carsten. Das bringt uns nun zum Ende des heutigen Zimmertron-Webinars, das Ihnen einen Überblick über das direkte Modellieren in Zimmertron gegeben hat. Wie bereits erwähnt, erhalten Sie in den nächsten Tagen eine E-Mail mit dem Link zum Recording dieser Präsentation. Sofern Sie während der Präsentation eine Frage an uns gerichtet haben, werden wir uns, wie versprochen, in Kürze mit einer Antwort bei Ihnen melden. Nochmals vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihnen allen wünsche ich noch eine angenehme Woche.